Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Datenbank-Tutorial geht es darum, wie man bei einer Select-Ausfrage die Datensätze auswählen kann, die man haben will, und das macht man mit WHERE. Ich habe hier schon mal die CD-Datenbank ausgewählt und wir werden aus dieser Lead-Tabelle erstmal ein paar Abfragen machen. Die hat ID und Name als Spalten und darauf müssen wir jetzt zugreifen. Das heißt, unsere Abfrage lautet Select und dann können wir ID, Name oder Stern angeben. Und wir wollen aber jetzt nicht alle Lieder haben, sondern wir wollen nur bestimmte nach bestimmten Kriterien haben. Das heißt, wir sagen Select und ich nehme jetzt nur mal den Namen aus dieser Tabelle from der Tabelle Lied. Mit Alt A kann ich es ausführen und wir sehen hier unten, das sind die ganzen Liedtitel, die als Antwort kommen. Das sind ganz schön viele. Ich kann jetzt nach diesem From noch in meinem SQL-Statement ein Where anfügen. Muss nicht in der neuen Zeile stehen, kann aber. Und hier kann ich eine Bedingung angeben, wann ein Datensatz ausgewählt werden soll. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, wenn Name, also meine Spalte gleich und Strings macht man mit einfachen Anführungszeichen, Namen doppelte, Strings in einfache. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier einen Titel eingeben, der drin ist. Und wenn ich es jetzt ausführe, dann sehe ich, meine Antwort hat genau noch diesen einen Datensatz. Ich kann wie bei Zahlen auch bei Strings mit größer und kleiner arbeiten. Also ich kann alle nehmen, die zum Beispiel kleiner als C sind. Dann kriege ich nur welche raus, die mit A und B anfangen. Hier sehen wir Bad Moon Rising, Blowing in the Wind. Und wir sehen, es sind weniger. Und alle fangen mit A oder B oder einer Ziffer an, weil das im ASCII-Code vor C liegt. Ich kann aber auch hier ein größer machen, dann würde ich alle kriegen, die eben mit irgendwas wie D anfangen, bis runter zu XYZ. Es gibt auch größer gleich. Jetzt kriege ich auch Titel, die mit C anfangen, weiß gar nicht, ob wir einen drin haben. Doch, hier war es Can't Buy My Love. Wenn ich jetzt alle nur will, die mit C anfangen, könnte ich zum Beispiel sagen, alle, die größer gleich C sind. Und dann bräuchte ich noch eine zweite Bedingung, nämlich alle, die kleiner wie D sind. Das kriege ich hin, indem ich die einzelnen Bedingungen mit AND verknüpfe. Name kleiner D. Jetzt kriege ich nur noch die vier Titel mit C. Can't Buy My Love, Can't Buy Me Love und California, Here I Come und Commotion. Wenn ich jetzt hier noch die Spalte ID mit ausgebe, dann steht die halt dabei für diese Titel. Das heißt, ich kann vergleichen mit einem einfachen Gleich. Ich kann größer, kleiner und kleiner gleich nehmen. Ich kann natürlich auch ein Ungleich nehmen. Also wenn ich hier zum Beispiel sage, where ID ungleich ist, dann Ausrufezeichen gleich 0. Jetzt kriege ich alle Titel, nur nicht den mit der ID 0. Wenn ich alle ungleich 1 nehme, fällt das raus. Wenn ich hier nur ein gleich 1 nehme, kriege ich natürlich nur diesen Datenersatz. Statt ein ungleich zu verwenden, könnte ich auch sagen nicht und dann eine Bedingung angeben, die wird dann einfach negiert. Jetzt sieht man im Ergebnis auch 0, 2, 3, das heißt die ID ist rausgefallen. Nicht ID 1 muss gelten, damit ich den Datenersatz selektiere. Neben diesen Vergleichen und kann ich diese einzelnen Dinge mit und verknüpfen, haben wir schon gesehen. Wir können sie aber mit oder auch verknüpfen. Es gibt und, es gibt oder. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, where the ID is 1 or ID is 2, dann kriege ich gleich zwei Datensätze, nämlich den mit ID 1 und ID 2, weil beide diese Bedingung im where erfüllen. Das heißt, mit Select wähle ich die Spalten aus, die ich habe. Und mit where die Datensätze. Für Stringvergleiche gibt es jetzt noch eine Besonderheit. Also wenn ich den Namen gleich und dann den einfachen Anführungszeichen
ein PR macht und alle Lieder jetzt gern hätte, die mit PR anfangen, dann funktioniert das so nicht, weil der Titel des Liedes müsste PR sein. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich das gleich durch ein Schlüsselwort ersetze, like. Also der Name ist so wie PR. Das funktioniert immer noch nicht, aber wenn ich like verwende, kann ich Wildcards verwenden. Wie Prozent? Prozent steht einfach für beliebig viele Buchstaben. Jetzt kriege ich genau den einen Titel Proud Mary. Der ist der einzige, der mit PR beginnt. Wenn ich es nur auf P beschränke, kriege ich noch mehr. Also das wäre jetzt eine einfache Variante zu diesem größer und gleich und kleiner. Einfach P Stern. Nachdem Prozent für beliebig viele Buchstaben steht, könnte ich jetzt auch alle Titel suchen, die ein X enthalten und sehe, ich habe gar keinen. Titel, die ein Y enthalten, gibt es natürlich viel mehr. Proud Mary, my, Looking Out My Back Door, Hey, Someday, Easy, Hey. Da sehen wir, jeder dieser Titel hat jetzt irgendwas, ein Y und irgendwas. Wenn man jetzt nicht beliebig viele Zeichen als Wildcard haben will, kann man einen Unterstrich verwenden. Ein Unterstrich steht für einen Buchstaben. Also 1, 2, 3. Das sind jetzt 5 Unterstriche und ich sehe, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5, genau 5 Zeichen. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5 Unterstriche. Damit kann ich auch dann mal einen Buchstaben auslassen oder eine Mindestanzahl an Buchstaben festlegen. Wenn ich zum Beispiel 1, 2, 3 Buchstaben haben will, mindestens, dann kann ich noch beliebig viele dahinter haben. Dann hätte ich alle mit 5, mit 3 oder mehr Buchstaben gekriegt. Wie man hier sieht. Kürzere fallen jetzt raus. Ob ich kürzere habe, weiß ich gar nicht. Mit einem gibt es keinen. Mit zwei gibt es auch keinen. Also man sieht, gar nichts rausgefallen. Oh, mit drei gibt es einen. Aua, das wären jetzt 3 Unterstriche. Das könnte ich aber auch dann so abfragen, wenn ich nicht genau weiß, was der zweite Buchstabe ist. A, Unterstrich A. Und da gibt es nur einen Titel. Auch wenn irgendwas dahinter und davor steht, kann ich natürlich dann mit diesen Wildcards machen. Einfach für beliebig viele, das Prozent. Und jetzt sehe ich mit A unterstrich A, mit dieser Sequenz, also A und Buchstabe dazwischen, noch ein A, gibt es hier again, our und away. Damit kann ich also einzelne Buchstaben unterlassen. Der Unterstrich wurde einmal G, einmal U und einmal W. Das heißt zum Vergleich, gleich, ungleich, kleiner, kleiner, gleich, größer, größer, gleich. Und um das Letzte noch zu sehen, gucken wir uns die andere Tabelle dieser Datenbank an, nämlich die Tabelle Interpret, die hat ID, Name und Stilrichtung. Und in dieser Tabelle gibt es für manche Bands keine eingetragene Stilrichtung. Und wie man die findet, sehen wir gleich. Wir können erstmal alle Datensätze angucken. Select Stern from Interpret. Normalerweise enden SQL-Statements mit Strichpunkten. Führen wir aus. Und jetzt sehen wir CCR, macht Rock'n'Roll und so weiter. Aber hier haben wir die Beatles, die haben hier keine Stilrichtung drinstehen. Und Albert Hammond hat keine Stilrichtung drinstehen. Wenn ich jetzt aber versuche mit where Stilrichtung gleich nichts, also zwei einfache Anführungszeichen, ohne was dazwischen auszuführen, kriege ich keine einzige Nennung in meinem Ergebnis. Das liegt daran, dass die Stilrichtung hier nicht eingetragen ist und dann steht in Datenbanken dort eine Null drin, also ein Nichtswert. Das ist was anderes wie ein leerer String, es ist Null. Und um diesen zu bekommen, gibt es extra isNull. Wenn ich das jetzt ausführe, sehe ich, ich kriege gleich die Beatles und Albert Hammond, weil hier keine Stilrichtung eingetragen ist. Und ich kann das natürlich auch verneinen mit isNotNull. Dann kriege ich alle Datensätze, die eine eingetragene Stilrichtung haben. Das war's jetzt mal zum Where. Die Vergleichsform kennt ihr. Mit Wildcards kann ich Zeichen auslassen. Oh, das ist vielleicht auch noch nett. Ich kann Wildcards auch verwenden für Nummern. Also ich kann zum Beispiel sagen, wo die ID ist like. Dann muss ich es aber in einfache Anführungszeichen packen. Unterstrich. Jetzt kriege ich hier nur alle einstelligen IDs. Oder wenn ich hier 1 Unterstrich mache, dann kriege ich alle 10er. 10 bis 19. Mit einer
2 hier vorne, würde ich alle 20 er kriegen. Und wenn ich Unterstrich 2 mache, dann kriege ich nur die 12. Eine 22 gab es nicht mehr. Jetzt habe ich immer eine beliebige Ziffer vorne und eine 1 hinten. Wenn ich alle möchte, die auf 1 enden, müsste ich Prozent 1 machen, dann hätte ich die 1, die 11 und die 21. Ich hoffe, das war verständlich. Übt selber ein bisschen damit und ich bedanke mich fürs Zusehen.